So, jetzt Dienstagnachmittag. So, immer so. Wieso beginne ich mit so? Denn wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Montag. Alles, was gestern von sehr schlammig auf schlammig abgetrocknet ist, ist heute Nacht durch den Regen wieder aufgeweicht und wir sind wieder bei sehr schlammig. Die ganze Woche ist Regen vorher gesagt, aber das macht ja den Heiländern nichts, ne? Euch gefällt das Wetter, gell? Hübsch. Machen wir mal eine kleine Weidekontrolle. Das Ganze funktioniert jetzt noch viel mit Fuß und anderen Fahrzeugen, aber demnächst auch wieder mit einem Polaris. Wir haben unser Vertragsverhältnis verlängert und wir hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit, sogar noch bessere Zusammenarbeit ist geplant. Also es wird sehr intensiv, da berichte ich euch dann noch weiteres und demnächst gibt es auch wieder natürlich ein Fahrzeug bei uns auf dem Hof, damit wir auch alle Arbeiten schnell, effizient und einfach erledigen können. Ja, aber was das sonnige, trockene Wetter gestern gebracht hat, war definitiv, dass das junge Gras schon schiebt, ne? Denn die Herrschaften, die gucken schon und fressen schon und ja, gestern gemerkt, da passiert was. Wir hatten jenseits der 10 Grad, das war angenehm. Aber das war nur der kleine Vorgeschmack. Und wie gesagt, die Woche geht es wieder so weiter, wie wir es gewohnt waren. Kalt, nass, ekelhaft. So, jetzt mischen wir mal Futter, die Herrschaften dann noch was zu fressen kriegen. Und dann schauen wir mal, was heute noch so an Aufgaben anliegt. Ich denke, langweilig wird es nicht werden. Haben wir eigentlich nie. Also es mangelt nicht an Arbeit. Darüber können wir uns mit Sicherheit nicht beschweren. So, jetzt einmal die Abkalbebucht. Ausmisten, haben wir das Tor zum Hof aufgemacht. Da gab es Fenster zum Hof, wisst ihr. Und jetzt nehmen wir da die dicke Mistmatratze raus. Das ist schöner, lockerer Mist. Den bringen wir jetzt dann schon mal aufs Grünland aus, wo es befahrbar ist. Oben am Berg zum Beispiel. Da ist von der Festigkeit recht gut, weil das Wasser ja talabwärts geflossen ist. Und es hat heute Nacht gar nicht mehr so viel geregnet, wie wir gedacht haben. Also das war jetzt die morgendliche Feuchtigkeit noch ein bisschen und jetzt trocknet es langsam oberflächlich wieder ab. Also raus mit dem Zeug, denn wir haben jede Menge Mist und es muss auch raus, bevor der Aufwuchs kommt, denn das wird blöd. Auf den Aufwuchs Mist drauf, das machen wir lieber mal nicht. So, ein bisschen die Ränder noch. Ja, ist doch jede Menge Material drin. Glaubt man gar nicht. Problemlos ist da der Abkalbebucht. Es ist eng. Mit dem Manitou muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht kaputt fährt. Aber eng ist ein dehnbarer Begriff. Insofern machen wir das Beste draus. Einmal Mulde voll. Die fahren wir hinter auf den Misthaufen. Und hier machen wir dabei zu, dass die Hündchen dabei nicht draußen marschieren. Schwer mit rein.
Mulde abfahren. Oh Gott, schaut der Hof aus. Bin ich froh, wenn das dann wieder weg ist. Ne? Also mal mit Schrubbe und Wasserschlauch alles wieder wegspülen und wegfahren, Manko wegschieben, wegkehren. Aber wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne, heißt es, gell? Und wir hobeln ziemlich viel. Ja, irgendwie muss ich mir da noch eine Einweisung geben lassen. Also in meinem Kopf gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass man zwei Geschwindigkeiten einprogrammiert. Das muss man immer durch die ganze Gruppe durchschalten. Will ich nicht. So. Schwer am Nisten, merkt man schon. Das hängt ziemlich drin. Ich habe auch schon beim Aufladen gemerkt, dass da ziemlich Gewicht drauf ist, denn der Manitou hat schon ein rotes Blinklicht angezeigt. Allein wenn ich bloß ausgehoben habe, da habe ich noch nicht teleskopiert. Da muss man vorsichtig sein. Wenn man da ein bisschen schräg steht, dann liegt er gleich auf dem Dach. Ne? Darf man nicht unterschätzen. Wird locker, also ich denke so eine Schaufel voll, die 2 Tonnen wahrscheinlich gehabt haben. So vom Gefühl her könnte mich natürlich auch irren, aber so ungefähr schätze ich sein. So, das schütten wir jetzt da auf den Haufen mit drauf und dann fahren wir gleich hin mit dem Manitou und das, was ich gekippt habe, gleich wieder oben drauf stapeln, drauf schieben und dann hoffen wir, dass es jetzt mal abtrocknet. Der Norbert wollte das Zeug heute rausfahren auf eine Fläche, aber dorthin hat er sich so schwer getan, weil es noch nicht übertragen hat und er wollte nicht den Weg kaputt fahren. Also haben wir da wieder abgebrochen, das haben wir schon meistens bei uns hier noch auf dem Haufen. Da ist natürlich der Platz auch irgendwann ein begrenzter, gell? Aber da müssen wir jetzt warten, dass es abtrocknet und dann können wir es gleich mit Miststreuern ausfahren. Mistbrader heißt das bei uns. Wie heißt das bei euch, das Gerät? Gibt es da Ausdrücke mit regionalem Kolorit? Ach Gott, Amtsdeutsch ist so eine beschissene Sprache. Ja. Wie man so sieht, da habe ich die letzte Furche gerade hingekippt. Das müssen wir dann dringend mit dem Manitou wieder hochschieben, dass das alles auf der Platte drauf ist, weil das muss ich auch dort versichern können. Na, da ist eine Grube drunter. So, jetzt stellen wir es ein bisschen gerade, denn wenn ich den auskippe, dann drückt mich das Gespann da weg. Gerade zumindest, dass wir in keinem zu steilen Winkel sind. So, einmal Heckklappe öffnen. Das sieht man hier im Spiegel ganz gut. So, Klappe ist offen. Kippen. Runter von der Bremse im Fuß und schiebt uns in den Knick rein. Das wollen wir auch nicht. So, und jetzt merkt man, irgendwo kommt der Punkt, wo die Mulde erst schieben anfängt. Jo, hier ist der Punkt gekommen. So, da haben wir das hingekippt. Ja, wird wahrscheinlich reichen jetzt. Da kommt noch eine dritte Fuhre dazu aus der Bucht davon. Also ordentlich Material sind gewesen, war von einem Meter, fast einen Meter hoch, wie man dort sieht. Haben wir dieses Jahr, glaube ich, erst einmal gemistet davon, soweit ich es mir gekriegt habe. Ja, wir misst. Mangel können wir uns nicht beschweren, denke ich. Da haben wir für die Flächen jede Menge. Klappe noch zu. Riegelt, wunderbar. Dann geht es auch wieder los, die Weltfahrt. Wir fahren noch ein Stückchen zurück.
So. Mal ums Eck rumfahren. Das meine ich jetzt. Da müsste jetzt über die Bremse gehen, weil Gruppenschaltung geht bloß im Bremszustand. Und dann kann ich auf die automatische Schaltung gehen. Da muss ich mal irgendwie ein Tutorial anschauen oder vielleicht hat auch mal von New Holland jemand Zeit, mir das zu erläutern. Muss ich sowieso in Kontakt treten. Wie gesagt, wir wollen da etwas mehr zusammenarbeiten. Ja, jetzt haben wir jetzt noch Polaris unter Dach und Fach gebracht. Und wir haben noch einen neuen Partner an unserer Seite. Weiß ich nicht, ob ich es in dem Video noch zeigen werde, aber vielleicht. Aber dann spätestens im nächsten. Da haben wir noch ein paar an unserer Seite, wo wir recht froh drüber sind. Aber stelle ich euch, wie gesagt, dann später vor. So, einmal umdrehen, einmal wieder in den Hof platzieren und dann den Rest von dem Stall draufknallen. Und dann einmal einstreuen davon wieder, denn es soll hier weiter genutzt werden, die Bucht. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag. Dienstag ist immer der Tag, wo wir einen Kandidaten aus dem Stall zum Schlachtbetrieb fahren. Gerade haben wir den Bestand abgegangen, haben uns für ein Exemplar entschieden, das uns geeignet erscheint. Und das bringen wir jetzt sorgfältig und schonend auf den Hänger. Futter habe ich mal kurz rangeschoben, denn da müssen wir über den Futtertisch reinfahren. Dort treiben wir dann immer die Tiere oder lassen die Tiere auf den Hänger. Und dass wir dann nicht durchs Futter durchfahren, habe ich ihn ein bisschen auf die Seite geschoben. Jetzt fahren wir den Manitou mal dabei da in den Dreck. Den haben wir gestern zwar erst gewaschen, aber nützt dir nichts, er kann nicht auf ewig sauber bleiben, gell? Dann machen wir dabei hier aus. Noch nicht krank werden. Fenster schließen, es niest ein bisschen. Es ist ekeliges kaltes Wetter. Und da kommt der Nopfi auch schon mit dem Hänger. Thank you.
So, das war wie immer eine ruhige und einfache Geschichte. Jetzt tun wir das Futter noch vernünftig ranschieben. Das haben sie schon wieder gegengeschmissen. Obwohl ich gerade durchgefahren bin. Aber ich habe es etwas grob auf die Seite, dass wir da die Fahrspur frei haben. Weil ich meine, mit dem Auto, mit dem Hänger, der draußen im Matsch unterwegs war, müssen wir jetzt nicht unbedingt durchs Futter fahren. Und dann streuen wir noch mal eine große Portion ein. Denn bei der Luftfeuchtigkeit und bei der Nässe, die sie von oben mitbringen, von der Weide, kann man da jeden Tag draufschmeißen, richtig dick. Also da geht richtig Stroh rein. Hey, Baldel. Baldel ist wieder komplett, weil das ist auch mal gut. Ja. Ja. Ah, schöner Kerl, gell? Er ist lampfrum. Ab und zu ist er ein wenig stur und bockt ein wenig, aber ja, so sind halt die Herren. Immer ein bisschen eigen. Oh, hast du die aufgerissen, mein Guter? Ach, gut. Naja, wenn man halt so gierig frisst mit so einem fetten Hals, gell? So, ranschieben. Liebe Leute, ist es schlimm, wenn man frühestens gleich wieder ans Essen denkt. Deswegen wollte ich hier einmal nur kurz unsere Steak-Tastings ansprechen. Wir haben diese Woche einen ganz besonderen Cut dabei. Ein Terres Major. Das ist immer was winzig kleines Schulterdeckel, was sehr zart ist, was ganz Spezielles. Und den haben wir diese Woche mit dabei. Also wer da noch möchte, am Samstag, den 24. müsste es sein, haben wir, glaube ich, noch ein, zwei Plätzchen frei. Ansonsten gibt es den Cut sicherlich nochmal. Da wollte ich euch grundsätzlich mal was machen, denn wir wollen der Community, also euch Zuschauern und Unterstützern, etwas zurückgeben. Und zwar kriegt ihr jetzt die... Ja, da sind wir vom Akku unterbrochen worden, aber wohl dem, der einen Ersatzakku in der Tasche hat. So, was wollte ich sagen? Ja, für euch, für die Community, für die Zuschauer, da wollen wir mal etwas Gutes tun.
eine kleine Geste der Dankbarkeit. Und ich sage mal, bis zum 1.3., was da gebucht ist, geht man mit dem Code Vorreiter 5% Rabatt auf unsere Events. Das heißt Steak Tasting und Betriebssafari. Wer bis zum 1.3. gebucht hat mit dem Code Vorreiter, kann dann noch mal ein bisschen was sparen als kleines Dankeschön, als Geste ja, für unsere Dankbarkeit, dass ihr zuschaut. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, am Samstag haben wir wieder einen separaten Cut, den habe ich bis jetzt noch nicht im Tasting. Aber sonst sind es immer so spezielle Sachen. Flanksteak kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist inzwischen im grillmäßigen Mainstream, sag ich mal, angekommen. Und ja, so Sachen wie Hanging Tender, Picanha Steak, Flatiron Steak kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und lernen aber die meisten lieben bei unseren Tastings. Es ist erstaunlich, wie viele immer rausgehen und sagen, aha. Und kaufen beim nächsten Mal auch wieder, was sagen sie? Aha, sagen sie. Und kaufen beim nächsten Mal auch bei uns dann diese speziellen Schnitte. Wollen wir einfach aufzeigen, dass es noch so viel mehr leckere Stücke und gute Stücke gibt, als das, was im deutschen Metzgerhandwerk so landläufig als Steakschnitte bekannt ist. Und das war ja auch die Intention dahinter, dass wir da ein bisschen missionarisch unterwegs sind und einfach mal zeigen, was gehört noch zu dem großen und umfassenden Thema Steaks dazu. Also, da gerne nochmal auf unsere Webseite nachschauen, www.haushighlands.de. Genug der Werbung, jetzt streuen wir mal Stroh ein in den Stall. Und warum zeigt dieser Akku auch schon wieder leer an? Ja, passt irgendwas nicht. Naja, die Stromrechnung nicht bezahlt. Jetzt Dienstagnachmittag, so, immer so, wieso beginne ich mit so? Denn wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Dienstagnachmittag, einmal Weidezaunkontrolle, dass da nichts aufliegt, dass das alles gespannt ist, dass da keine Schäden drin sind, dass weder was von außen rein noch von innen raus kann. Und weil wir noch zu Fuß unterwegs sind und noch keinen Polaris Ranger haben, machen wir das halt als gemütlicher Spaziergang im Teamwork mit dem schönsten Ausblick weit und breit, Leute. Also wenn man da steht, klappt einem, selbst wenn man es kennt, erstmal die Kinnlade runter, wie schön das ist. Und es wird halt auch noch schöner, wenn jetzt überall alles raustreibt und alles grün wird. Es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum, hier zu leben und zu arbeiten. Ein großes Privileg. Da sind wir sehr froh drum und sehr stolz drauf. Und jetzt gehen wir einmal reihum. Bis jetzt hat der Zaun recht gut ausgeschaut, bis auf Kleinigkeiten, die wir ein bisschen nachgebessert haben. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich habe mir dann noch Notizen gemacht, wo ich dann nochmal Hand anlegen muss, nochmal Werkzeug mitnehmen muss.
Und ja, dann spannen wir hier mit dem manuellen Zaunspanner die Spannschlösser etwas nach. Und dann ist der Zaun wieder tipptopp. So, einmal Futter mischen und Hugo die eiserne Vorhut. Er ist die eiserne Vorhut. Der wartet schon, weil er weiß, was kommt. Ja, schlauer Buschi. So, einmal ein bisschen die Richtung. Hat, glaube ich, der Wind ein bisschen umhergedrückt. Als der Norbert vorhin den Stall ausgemistet hat, wahrscheinlich ein wenig schnell gefahren. Der Gegenwind hat den Spiegel ein bisschen weggedrückt. Ja, aber wir wollen ja auch was sehen. Schmeißt schon wieder raus, der Futtermischwagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt so Heuballen, die blasen sich scheinbar im Futtermischwagen auf wie ein Schwamm. Naja, gehört's mir dann zusammen. Alles gut. Jetzt erstmal den Futtertisch ableeren. So, dann ist auch schon wieder fast Feierabend. Ich schaue jetzt nochmal schnell. Wir haben Pakete gekriegt von der Firma Lichtlein. Und damit hat es ja Folgendes auf sich. Ich habe in irgendeinem Video mal gesagt, dass wir im Stall ein bisschen mehr Beleuchtung brauchen. Und dann kam dann eine nette E-Mail von einem Service-Mitarbeiter der Firma Lichtlein. Wir wussten noch nicht mal, dass es die Firma gibt. Und das ist eine Firma, die professionell Industrie-LED-Beleuchtung herstellt. Und die haben gesagt, okay, hier habt ihr vier verschiedene. Montiert mal, sagt, was euch am besten gefällt. Und ja, dann starten wir euren Stall mal testweise damit aus. Ihr könnt eine Langzeiterfahrung damit sammeln. Wir haben Referenzen, weil die Großkunden, die geben mir wenig Feedback. Die kaufen halt einfach, dann ist das Ding hell und gut. Und wenn wir auch mir da ein Feedback geben würden und das Ding mal auf Herz und Nieren testen würden und sagen, was zufrieden ist. Wir haben hier sogar einen Prototypen dabei, den gibt es noch gar nicht zu kaufen. Sehr cool. Und ja, das ist alles LED. Das ist alles saumäßig hell. Hier angegeben 7000 Lumen, hier angegeben 4200 Lumen, 7000 Lumen. Das hat der Apparello hier, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der hat ein bisschen mehr, was hat der? Da kommt er gleich raus. Was ist denn der angegeben? Sag her, ach, da steht's doch. 7000 Lumen. Und die Leistung halt bei geringem Stromverbrauch, ne? Also das ist schon mal sehr gut. Das ist alles IP65, der Prototyp ist IP66. Also das sollte alles im Stall funktionieren. Jo, alles LED. Die Firma Lichtlein hat riesige Industrieprojekte, die sie da ausstatten. Und für die wäre das jetzt Neuland. Und ob wir da Interesse hätten. Ist der Papst katholisch? Natürlich haben wir Interesse. Und ja, das ist unser neuer Lichtpartner an unserer Seite. Die montieren wir jetzt mal die nächsten Tage und Wochen. Diese vier Apparellos. Das eine ist, können wir noch was rausholen, das ist hier so eine doppelte, eine dreifache. Da sind drei so LED-Stege drin. Das macht saumäßig Licht. Wir haben schon mal testweise angesteckt. Und dann haben wir dann auch so, ups, ich mach's gleich kaputt. Noch. Ja, genau. Das sind dann so runde, das heißt Tubular. Also Tube wie Tube, also wie Röhre. Das sind Vollröhren, durchgehende Röhren mit dem entsprechenden Halterungsstück. Und die kann man eins zu eins austauschen. Hier müssen wir so ein paar Kabel verlegen lassen, dass wir dann die noch an Positionen im Stall anbringen, wo halt bis jetzt noch keine Lichter waren. So, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, von dem alle auszustatten im Stall wäre ein bisschen krass. Es gibt dann, ich glaube, die oder irgendeine ist auf jeden Fall dimmbar. Man konnte dann auch mit den passenden Steuergerätern auch Sonnenaufgang simulieren, Sonnenuntergang simulieren, den kompletten Tagesverlauf von der Lichttemperatur quasi nachahmen. Wenn wir es können, warum nicht? Unsere Rinder werden es bestimmt lieben im Winter, wenn wir einen sommerlichen Tag simulieren. Ja, also, würde ich bloß noch kurz einmal besprechen mit euch. Vielleicht ist es im nächsten Video schon drauf, dass wir sie installieren. Mal gucken, ob wir mal eine Stunde Zeit haben, dann klemmen wir solche Dinge an. Und dann zeigen wir euch mal das dementsprechende Licht. Wobei das Licht von LED-Leuchten auf der Kamera immer schwierig ist. Das unter Umständen flackert es, werden wir sehen. Das ist der neue Lichtpartner von uns. Genau. Dann verräume ich jetzt noch oben in die Werkstatt, dass die nicht hier noch Füße kriegen oder noch irgendwie im Weg stehen, umfallen und kaputt sind, bevor sie im Einsatz waren, weil dann können wir keinen Testbericht abgeben. Ja, dann mache ich auch Schluss mit dem Mittwochsvideo für diese Woche.
Wenn euch das kurze Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben und schreibt, wenn euch nichts anderes einfällt, irgendeinen Blödsinn in die Kommentare, außer euch fallen Fragen ein, dann schreibt die bitte unten rein. Möglichst viel gegen den Algorithmus. Vielen Dank auch beim letzten Mal. Das hat schon hervorragend geklappt. Immer weiter so. Dann können wir den Kanal ein bisschen mehr pushen. Jo, ansonsten in alter Frische, dann wie gewohnt Sonntag zum nächsten Video. Vielen Dank, bis dahin. Servus und Ade. Some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.